Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazy Beaks. Ich hab nochmal gespielt, musste den Machi töten und deswegen haben wir jetzt einen neuen Charakter. Und dieser sieht wie folgt aus. Er ist dick und fett und ist auch nicht so wirklich gut. Wir können ja mal kurz reingucken, was seine tollen Fähigkeiten sind. Er hat von Anfang an eine Pistole, hat vier Leben, die auch aufgefüllt sind. Es gibt ja auch einige Charaktere, wo die nicht von Anfang an aufgefüllt sind, wie zum Beispiel bei der Blaudrossel, der hat nur 3 von 4 Leben. Ansonsten kosten alle Waffen im Laden bei dem nur 3 Münzen. Das ist sehr gut, vor allem für eine Errungenschaft, die ich später noch haben möchte. Da soll man nämlich alle Waffen im Laden einmal kaufen, wie irgendwann da drin ist. Kann ich damit auf jeden Fall machen, brauche ich ja nur 9 Münzen für. Eigentlich ist er einfach nur blöd, weil wenn Gegner Schaden leiden, wird ihre Bewegung erhöht. Und wenn man selber Schaden leidet, dann wird man selber langsamer. Ist also ein sehr blöder Charakter. Ich habe gehofft, dass er vielleicht eine gute Fähigkeit hat, aber nope, hat er auch nicht. Und das ist alles doof, Leute. Obwohl diese Fähigkeit, diese Rutschfähigkeit, die lerne ich jetzt immer mehr zu schätzen, muss ich sagen. Denn eigentlich ist sie gar nicht so kacke. Vor allem bei späteren Bossen. Allein bei Machi, nee, nicht Machi, den zweiten. Wie heißt der denn? Bogi? Bei Bogi ist diese Fähigkeit mega gut, um auszuweichen. Du kannst keine Mützen aufsammeln. Das kommt mir gerade sehr ungelegen. Aber ich nehme sie mal trotzdem mit. YOLO! Damit haben wir zumindest schon mal unseren ersten Artefakt-Counter. Ich habe übrigens mal in die Errungenschaften reingeguckt von diesem Spiel. Und mit Artefakten gibt es da natürlich auch ein paar Errungenschaften. So arg viele... Oh, die erste Mütze, die wir nicht aufsammeln können. Also arg viele Errungenschaften hat das Spiel gar nicht, aber eine dieser Errungenschaften ist zum Beispiel, wie eben schon erwähnt, mit diesem Job da, dass man alle 3 Waffen mit einem Durchgang kauft. Aber zum Beispiel auch, dass der Artefakten-Counter auf 10 ist, bevor man seine Artefakte abgibt. Hier liegt so viel Geld rum. Fuck, ich wusste, ich hätte dieses Artefakt nicht mitnehmen sollen. Ich dachte, es kommt vielleicht schneller ins Shop. Das war doppelt dumm, weil diese Waffe, die wir gerade haben, diese Pistole, ist halt einfach nur Kacke. Und eigentlich müssten wir sie so schnell, wie es nur geht, loswerden für irgendwas Besseres. Es wird jede Waffe besser sein. Minus 1 MP, wenn du den nächsten Level betriffst. Ja, nein, danke. Obwohl, ja, komm. Kommt sowieso gleich in den Shop, Leute. Chillt mal, gleich kommt ein Shop. Das hat uns sehr viele Artefakte-Punkte gegeben. Und jetzt müsste aber doch irgendwann auch mal ein Shop kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber an sich, ich habe bei meinen Einzelrunden zumindest für mich herausbekommen, dass es sich in den ersten Leveln eigentlich noch mega stark lohnt, die ganzen Artefakte mitzunehmen, weil man da wirklich richtig gute Items rausbekommt. Hier haben wir auch gleich wieder den Shop, mega gut. Und ja, was hatte ich mir noch? Ah, hier, neuer Gegner! Den haben wir noch nie gesehen! Den hatte ich auch noch nie, als wir... Okay, jetzt bringt mir jetzt natürlich überhaupt gar nichts. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. War ein neuer Gegner, den muss man schnell genug töten und dann lässt er halt hier ganz viele Münzen fallen. Wenn man ihn nicht schnell genug tötet, dieses gelbe Dingsbums, dann lässt er nur eine Münze fallen und dann hat man halt Pech gehabt. Ich kann die jetzt leider alle nicht einsammeln, ist ein bisschen sehr kacke. Aber ein Glück können wir hier unsere beiden krassen Artefakte abgeben und bekommen. Boss hinterlassen wir Beute, wenn man nicht getroffen wird. Dieser Magnet finde ich auch richtig gut und füllt deine LP wieder auf. Guck, da haben wir wieder volle Leben, Leute. Alles easy. Jetzt können wir auch zum ersten Boss gehen. So, und der hier ist übrigens doch nicht so einfach, die Kröte, wie ich zuerst dachte. Denn, wenn man zum Beispiel hier unten steht und er seine Zunge ausstreckt, dann schießt er auch tatsächlich hier hin. Also man muss schon für eine gewisse Zeit an diesem Pfahl stehen, damit er überhaupt seine Zunge dagegen macht. Nur so am Rande. Also so ganz leicht ist er nicht. Es langt halt auch, wenn du einfach nur einmal hier so, whoop, einmal an der Seite an diesem Pfahl vorbeiläufst, dann trifft er auch den Pfahl. Er ist also sehr viel einfacher als früher. Aber er ist jetzt nicht so einfach, dass man den Pfahl gar nicht benutzen müsste, aber... Hier, guck, jetzt stand ich hier oben und es hat halt nach oben geschossen. Aber, wenn man... Jetzt stand ich halt auch kurz vom Pfahl und bin dann erst weggegangen und dann greift er auch den Pfahl an. Mega gut, ich bin jetzt voll langsam. Das ist natürlich nicht so geil, weil ich Leben verloren habe. Okay, das ist natürlich... Das wird später aber vor allem mega doof bei anderen Bossen. Da werde ich auf jeden Fall getroffen. Oh Gott, wenn ich da dann so langsam werde... Das ist natürlich scheiße. Okay, doppelter Schaden, wenn wir noch ein Leben haben. Schlüssel kann kaputt gehen. Die aktive Fähigkeit mag ich eigentlich, deswegen lassen wir das so. Ja, Leute, wie findet ihr diesen neuen Charakter hier? Den ist... Oh, ach ja, die werden ja schneller, wenn man sie hittet. Ah, das ist ja bei denen richtig behindert. Okay, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen schlau agieren. Hier, ihr kommt mal alle her und dann tötet ihr... Okay, never mind. Ich wollte, dass sie gegen den Roten gegenduddeln. Ach Gott, ist das nervig. Und den dann kaputt hauen. Das ist super nervig, wenn die so schnell werden, weil man sie die ganze Zeit hittet. Meine Güte. Und ich glaube, dieser Shop nimmt jetzt leider unsere Artefakte nicht an, ne? Oh, da haben wir... Doch! Hä, warum? Hä? Okay, gar keine Ahnung, egal. Plus 1 Münze, wenn du Schaden erleidest, verringert die Abklingzeit deiner aktiven Fähigkeit und Chance auf mehr Beute. Klingt alles gut. Haben wir hier... Klingkanone, mega!
Ja, normal nehme ich die mit. Schade, dass ich nicht alle drei kaufen kann. Nein, fehlt eine Münze. Dann hätte ich diese Errungenschaft. Okay, aber das ist die beste Waffe aller Zeiten. Das ist meine absolute Lieblingswaffe. Die habe ich euch auch in den letzten Folgen schon mal gezeigt. Aber ja, die geht einfach... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Geist. Die duddelt einfach an der Wand lang. Das ist so geil. Vor allem bei Machi hilft das richtig. Ich werde euch gleich einen Trick zeigen, den ich mir selber ausgedacht habe bei Machi. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie den Boss besiegen. Ich glaube es aber nicht mit diesem Charakter, weil dieser Charakter einfach bescheuert ist. Aber wenn wir das hinbekommen würden, dann würde ich auch die beiden anderen Charaktere zumindest freischalten. Es sind ja jetzt, glaube ich, zwei neue Charaktere dazugekommen mit dem neuen Update. Und die möchte ich natürlich auch zeigen. Und einer davon soll sogar richtig, richtig krass sein. Dieses Ei. Also der heißt einfach Egg. Der soll richtig gut sein, der soll auf jeden Fall S-Tier sein. In der Tier-List von diesem Spiel. Bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, was der so drauf hat. Und den hätte ich natürlich schon gerne. So, gehen wir schon zum Boss oder noch nicht? Nee. Ja, ansonsten bin ich ein bisschen krank leider. Also vielleicht hört man es, ich bin ein bisschen verschnupft. Was mich voll abnervt. Aber auch eben vor einer Stunde oder so einfach gekotzt. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist, wenn man einfach random kotzt. Weil eigentlich geht es mir nicht so schlecht. Ich habe halt einfach nur Schnupfen. Aber ich musste einfach so random kotzen. Mann, jetzt habe ich doch wieder keine Leben, du Blödkopf. Was haben wir hier? Ich glaube, das war was richtig Schlechtes. Ich kann 7 Sekunden nicht schießen. Ja, nee, danke. Ja, von daher mal gucken, ob das irgendwie nochmal besser wird. Momentan ist mein Körper auf jeden Fall... Nein! Weird drauf. Ja, dieser Charakter ist doof, Leute. Was soll man da sagen? Was soll man da sagen? Okay, wir machen es nochmal mit einem anderen Charakter. Wir werden mit einem Pinguin spielen und versuchen hier einen Loop zu starten und 5 Waffen vor dem Loop zu kaufen. Oh Gott, das wird schlimm. Aber einen Loop zu starten wäre doch schon mal schön. Kann man sehen, welcher Charakter hier das Ei ist? Warte. Okay, einfach nur einen Loop starten ist das Ei. Okay, das sollte ich noch hinbekommen. Der Pinguin ist nämlich der beste Charakter, Leute, den ich so habe. Denn dieses Klon ist eigentlich mega gut. Weil das bringt einfach nur, dass man mehr Gegner hat, klar. Aber die sind ja hier eigentlich alle sehr, sehr einfach. Es sei denn, man hat später zu wenig Damage, dann ist der auch wieder blöd irgendwie. Aber eigentlich bringt das nur, dass man mehr Beute bekommt. Und mehr Beute ist immer gut. Das war sehr dummer Schaden gerade. Das ist mir sehr, durchaus klar. Aber vor allem bei späteren Bossen zum Beispiel, bei diesem vierten Boss. Guck, den hat mir auch eben geklont. Und dann kam da aus der Zit einfach ein Herzteil raus. Mega gut. Aber ja, den Pinguin spiele ich wirklich irgendwie am liebsten. Der greift halt schön schnell an. Ich weiß nicht mehr, was seine Kanone hier macht. Ob die auch verlangsamt oder so. Den Charakter mag ich auch. Es gibt irgendeinen Charakter, der verlangsamt kann. Und das gilt natürlich auch für jede Waffe immer. Du kannst keine Artefakte aufsammeln. Das ist doch alles scheiße hier. Hier lebt auch wieder schon irgendwas hier. Sterb mal bitte. Wenn ich keine Artefakte aufsammeln kann. Okay, wir nehmen es einmal mit, damit unser Artefakt-Count auf 1 kommt. Und jetzt hoffen wir einfach, dass gleich ein Shop kommt. Da haben wir doch schon unseren Shop. Da ist doch alles nett. Ich werde jetzt den zweiten Part hier ein bisschen zusammenschneiden. Vor allem, weil der Anfang immer gleich ist. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr das da findet, wenn ich ab und zu mal ein paar Räume rausnehme. Vielleicht werdet ihr das auch gar nicht merken, weil ja... Egal, so, wir haben hier auf jeden Fall den Job. So, und weil wir ein schönes Artefakt-Counter-Dingsbums mitgenommen haben, können wir hier wieder abgeben. Dann gib mir mal ein schönes Item, richtig schönes. Oh, sogar 2, 10 Münzen, mega gut. Chance auf weniger Gegner in gesperrten Levels, auch gut. Die Dinger hier sind leider alle kacke. Kann ich mir alle kaufen? Nee, leider nicht. Ich nehme mal die Schrotflinte mit, weil ich Schrotflinte mag. Und wir müssen ja irgendwie, wenn das ein sehr guter Lauf wird, 5 Waffen kaufen, bevor wir dann die Waffe haben, die wir vielleicht am Ende haben wollen. Schrotflinte ist auf jeden Fall mega nice, weil, ja, die muss man halt nicht so genau zielen und macht mega Damage. Ist so ein bisschen eine Nahkampfwaffe, aber dafür macht sie halt viel Damage. So, auf zum ersten Boss, der immer noch super einfach ist. Mann, oh Mann, was ein schwerer Gegner und so innovativ jedes Mal. Krasser Scheiß. Okay, was haben wir hier? 10% Nachladegeschwindigkeit. Mega gut, das finde ich doof. Kein Artefakt aufsammeln finde ich jetzt auch doof. Wieso kommt das doppelt? Das sollten die auch rausnehmen, dass man Artefakte doppelt finden kann. Das ist doch voll bescheuert. Naja, mal gucken, ob wir diesmal wieder neue Artefakte kennenlernen, weil es gibt ja 16 neue. Davon habe ich, glaube ich, bisher nur 4 Stück gesehen oder so. Und angeblich habe ich auch noch nicht alle Gegner vernichtet. Okay, schön, dass du den hier nochmal ein bisschen verdoppelst. Das ist immer wieder schön. So, was gab's denn sonst noch? Es gab ja diese Challenge in den Contest bei Blazing Beaks, wo die, also beim letzten Update, wo die Entwickler gesagt haben, ja, hier, macht die Daily Challenge und schickt uns einen Screenshot und dann könnt ihr ein tolles T-Shirt gewinnen. Und ich habe da natürlich fleißig mitgemacht, der Jay Clockson auch. Und wir haben es auch angepriesen in unseren Videos, dass ihr da doch bitte mitmachen sollt. Ja, am Ende konnten da auf jeden Fall 10 Leute ein T-Shirt gewinnen.
und mitgemacht haben ganze 12 Leute. Woohoo! Ich glaube, die haben ein bisschen mit ein bisschen mehr Resonanz gehofft. Aber ja, am Schluss haben halt 12 verschiedene Leute mitgemacht. Insgesamt waren das, glaube ich, Abgaben so von 30 oder sowas. Aber am Ende nur 12 mitgemacht und jetzt haben sie einfach gesagt, ja, wir wollten zwar eigentlich nur 10 T-Shirts rausgeben, aber da jetzt nur 12 Leute mitgemacht haben, hat jetzt einfach jeder gewonnen. Beziehungsweise nein, es haben 13 Leute mitgemacht. Allerdings hat ein Russe, warum auch immer, wahrscheinlich weil er das Spiel einfach nicht hat, kein Screenshot von der Daily Change gemacht, was man halt machen sollte, damit man gewinnen kann. Sondern er hat so richtig billig mit Paint ein schönes Bild gemalt. Ich kann es aber einblenden, wenn ich das nicht vergesse. Und ja, da muss ich auf jeden Fall sehr kichern und die Community mochte das auch, zumindest laut den Emotes, die da unter waren. Guck mal hier, die gelben Viecher, die kann man jetzt irgendwie kaputt machen, oder? Oder wenn die vor einem Raum sind, dann gehen die automatisch kaputt. Das wäre mal eine gute Neuigkeit. Und damit den Shop. Perfetto, jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Wenn uns das rote Viech trifft, sind wir halt tot. Hallo? Wieso haben die so viele Leben? Ah, wir haben 30% weniger Schaden. Okay, das ist natürlich mega behindert. Okay, und der Rote darf uns auf jeden Fall nicht treffen. Gibt es hier vielleicht einen Geist, der mir helfen könnte? Nö, na gut, dann nicht. Ich nutze die Geister ja gerne. Oh Gott! Sind wir auch irgendwie langsamer? Warum sind wir so langsam? Oh, ein Herz. Okay. Ah, nö. Noch ein Herz. Ich spiele schon wieder so ein Bullshit hier zusammen. Aber ich glaube, ich habe zumindest gute Chancen jetzt gegen die Bosse, wo ich mir die einmal angeguckt habe, alle. Ich habe übrigens auch... Blablabla. Kann ich mal den Satz bitte beenden? Ich wollte diesen neuen Charakter halt freischalten hier, um euch den zu zeigen, deswegen habe ich alleine gespielt. So, und dafür musste man ja Machi töten. Ich wusste, dass ich schon mal irgendwann Machi getötet habe, aber anscheinend schaltet man den nicht frei, wenn man den mit einem Mod tötet. Also mit einem Mod-Charakter, wie zum Beispiel mit Dizzy oder mit anderen Mod-Charakteren. Oh, Zipper finde ich natürlich cool. Ist das die Zipper-Kanone, die ich denke, dass dies ist? Egal. YOLO, Leute, wir haben so viel Geld. Ja, komm, wollen wir einfach alle kaufen? Ich wüsste halt gern, was der Zipper macht. Ah, beim nächsten Shop... Ach, das ist Zipper, okay. Beim nächsten Shop kaufen wir einfach mal alles. Wir haben auf jeden Fall gerade 2 Maximalleben dazu bekommen, was auch mega gut ist. Ja, aber ich habe Machi halt nie besiegt. Und weil ich keinen Bock hatte, das mit einem normalen Charakter zu machen, habe ich dann mein Dizzy, also meine eigene Mod, einfach nochmal verändert, dass er einfach richtig OP ist, einfach, dass er richtig schnell schießt. Den kann ich euch gleich eigentlich auch nochmal zeigen. Der ist nämlich richtig witzig. Ich wollte da so ein bisschen cheaten. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich wollte. Leute, hat leider nicht so gut funktioniert, weil man leider keine Sachen freischalten kann. Nicht mal neue Charaktere, das ist voll doof. Ich habe ja gar nichts. Oh, hier meine Lieblingswaffe. Dankeschön. Ich hätte erst die beiden anderen Waffen kaufen sollen. Dann hätte ich wieder die Errungenschaft bekommen, aber egal. So, jetzt sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet für Machi gleich. Das ist doch schön. Diese Waffe ist so perfekt für Machi. Ohne Witz. Ich zeige euch das gleich, wenn ich da hoffentlich hinkomme. Aber dieses Mal sieht das auf jeden Fall besser aus mit diesem Charakter. Er doppelt die Abklingzeit einer aktiven Fähigkeit. Das ist in Ordnung. So selten, wie ich die benutze. So. Gehen wir jetzt schon zum Boss? Nee. Aber jetzt. Hallo Knochi! So, bei dem ist das erstmal mega gut, dass man diese Gleitfähigkeit hat. Denn damit kann man eigentlich dem sehr gut ausweichen, meiner Erfahrung nach. Es sei denn, man ist so blöd wie ich, dann natürlich nicht. Aber eigentlich ist die mega gut für den. Und auch für die anderen Bosse. Also eigentlich sollte man diese Fähigkeit behalten. Es gibt auch eigentlich nur eine Fähigkeit, die ich noch besser finde bei den Bossen. Und das ist diese Schnellangriffsfähigkeit, weil die einfach mega OP ist. Und eigentlich auch fast keine Abklingzeit hat. Aber diese Fähigkeit finde ich auf jeden Fall bei den Bossen inzwischen auch ganz nett. Jetzt ist natürlich, wir haben ein Artefakt, dass wir nicht so schnell umhergleiten können. Woo! Aber an sich passt das schon. Also Knochi sollten wir auf jeden Fall besiegen. Dass er mich jetzt noch zweimal trifft, ist schon sehr... die Chance dazu ist sehr gering, möchte ich sagen. Da bin ich, glaube ich, gut genug für Knochi. Knochi, Wochi! Knochi! Knochi! Jetzt hör auf! Bau, 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 bau! Aber ja, hab ich jetzt schon erzählt, dass jeder gewonnen hat? Die haben auf jeden Fall gesagt, ja, haben nur 12 Leute mitgemacht, deswegen schenken wir jetzt jedem ein T-Shirt und jetzt musste ich da meine Adresse geben. Jetzt wissen die, wo ich wohne, Leute. Wenn die jetzt nachgucken, ja, wer ist denn dieser Decidius? Hat er irgendwie einen YouTube-Kanal oder sowas? Und dann das mit meiner Adresse abgleichen, weil ich habe da meine richtige Adresse natürlich gegeben. Damit ich den Scheiß nicht irgendwo abholen muss, mein geiles Blazing Beak T-Shirt in richtig hässlichen Grau. Und ja, jetzt kommt das aus Litauen oder Russland oder wo auch immer die sitzen. Gar kein Plan. Oh Gott. Krieg ich bald so ein hässliches T-Shirt. Richtig geil. Und der eine Typ, der das mit Paint gemalt hat, der kriegt einen Spiele-Key, weil der anscheinend das Spiel ja nicht hatte. Auch mega gut. Toll. Und jetzt habe ich gerade von dieser Fähigkeit gesprochen hier. Dann kommt die hier auch noch.
Und dann muss ich die leider mitnehmen, Leute. Die ist einfach viel zu gut. Aber die Feder ist auch richtig gut. Oh Gott. Ich wollte euch Hamochi zeigen. Beim roten Weg gibt es nämlich noch einen anderen Boss, den ich anscheinend noch nie besiegt habe. Also den muss ich euch eigentlich auch nochmal irgendwann zeigen. Also irgendwann müssen wir auch nochmal den roten Weg gehen. Ja, Lärm machen. Lärm ist immer schön. Lärm machen ist super toll. Ich werde euch auch das T-Shirt dann mal zeigen, wenn es dann irgendwann ankommt. Ich glaube, es ist wirklich hässlich. Also auf dem Bild sah es auf jeden Fall hässlich aus, als wenn da so ein verwaschenes, ekliges Grau wäre. Also so, wie so ein weißes T-Shirt, das man schon jahrelang anhatte. Und dann wird das halt so gräulich, eklig. Und man konnte es nicht wirklich reinwaschen mehr. Und so sieht das aus. Bin ich mal gespannt. Es stand jetzt auch nicht dabei, wann... Alter, wieso sind die alle so teuer? Wann das jetzt ankommen soll. Raketenwerfer, den hatte ich auch schon mal. Der ist so stark, aber der tötet mich selber, weil... Das ist halt ein Raketenwerfer. Schwerer violetter Laser. Klingt auch mega gut. Oh, aber diese Waffe ist so perfekt, die ich habe. Aber diese Waffe ist auch ganz... Ja, egal. Leute, neue Waffe einfach mal ausprobieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Eigentlich mag ich die Waffe, die ich eben hatte, am allerliebsten. Ja, doch, das gefällt mir, glaube ich, auch ganz gut. Immer so ein Dreierschuss. Und ich glaube, die ist auch relativ stark. Die ist jetzt natürlich für Mochi nicht mehr so geil. Nee, für Mochi? Weil da, eigentlich ist da mein... Mann, wieso hast du den verdoppelt? Eigentlich ist da meine Taktik, einfach immer im Kreis laufen und mit dieser komischen Waffe, die wir eben noch hatten, immer einfach gegen die Wand zu schießen und irgendwann treffen schon deine Dinger. Und wenn du immer nur im Kreis läufst, dann trifft dich auch dieser Mochi nicht. Ja, okay. Minus Reichweite ist in Ordnung. Wieso kommt mir das jetzt so vor, als wenn wir auch langsamer schießen? Ist ja super dumm. Außer es wäre letztes... Okay, wenn die andere Artefakte nicht mitnehmen, verlieren wir ein Leben. Ja, komm, YOLO. Wir sind voll das Maschinengewehr mit dieser Waffe. So, hier Jay. Du sammelst diesen Artefakte... dieses Item ja immer nur ein, diese Fähigkeit, aber nutzt sie dann nie. Ich hoffe, mit diesem Video zeige ich dir, dass diese Fähigkeit sehr, sehr gut ist und man sie immer nutzen sollte, wenn sie aktiv ist. So, ich glaube, ich gehe noch nicht zum Boss. Ich will erstmal noch zum Shop. Aber uns ist kein Shop vergönnt. Na gut, dann gehen wir gleich zum Boss. Ist in Ordnung. Au. Oh, nö. Bitte keine Granate. Du auch schnell weg. Die Waffe ist aber recht stark irgendwie. Und zusammen mit unserer Fähigkeit noch stärker, weil wir dann natürlich voll das Maschinengewehr sind. Ja doch, Alter. Die ist wirklich stark. Also wenn man hier diese Viecher mit einem Dreierschuss einfach vernichten kann, dann ist das schon krass. Okay, wir haben leider nur 4 Leben. Das heißt, er kann uns 2-mal hitten hier, Mochi, und dann sind wir tot. Und wir haben jetzt auch nicht... Macho heißt er, okay. Wir haben jetzt auch leider nicht die beste Waffe für den. Das ist meiner Meinung nach wirklich der schwerste Gegner von allen. Den mag ich am wenigsten, weil das so random ist, ob man ihn trifft oder nicht. Man muss halt stehen bleiben, um ihn zu treffen. Aber wenn man stehen bleibt, dann... Keine Ahnung, kann man ihn so schlecht ausweichen. Ich mag den so gar nicht. Und dann hat er so viele Leben. Und ich hab den irgendwie... Okay, jetzt haben wir ihn aber doch ganz schön viel Schaden gemacht. Mit einer Rotation Hälfte der Leben abgezogen. Ich glaube, diese Waffe ist einfach mega stark, die wir hier haben. Ja, mega krass. Hä? Ja, oh nö. Okay, wir haben ihn tatsächlich besiegt. Ist ja ultra heftig. So, dieses Artefakt werde ich schon mal nicht mitnehmen. Heißt aber auch, wir werden gleich ein Leben verlieren, leider. Denn, wenn ein Gegner durch einen Schuss getötet wird, fällt eine Bombe auf dich. Und diese Bombe macht, keine Ahnung, 2 oder 3 Schaden. Bringt natürlich auch 2 Artefaktpunkte. Aber diese Bombe ist einfach so schnell unten, du hast gar keine Zeit, um auszuweichen. Also dieses Artefakt ist wirklich ein One-Killer. Okay, und damit sind wir auch schon in der vorletzten Ebene. Die wird ein bisschen dauern, glaube ich. Come on, gib mir mal ein Leben, bitte. Nur 1. Ein Leben und ich bin schon wieder relativ happy. Oder zumindest ein Shop. Okay, da haben wir den Shop. Danach sind wir, glaube ich, sehr stark. Oh, was? Wir haben maximales Leben verloren. Oh, was ist das denn für eine krasse Waffe? Messerschleuder. Ah, nee, den finde ich nicht so gut. Wir hatten nochmal 6 Leben, oder? Okay, weirder Kram. Zumindest ein Leben. Münzen mal wieder. Plus erhöht die Chance auf mehr erbeutete Münzen. Ja! Chance, dass du keinen Schaden erleidest. Erhöht die Chance auf mehr erbeutete Artefakte. Alles nicht so ganz geil. Aber zumindest ist unsere Waffe gut. Wir haben so wenig Leben. Ah, das ist halt nervig bei dem Boss, der jetzt hier gleich kommt. Mit so wenig Leben. Aber wir kriegen jetzt mehr Artefakte. Ist das nicht auch ganz toll? Ich finde Artefakte richtig toll. Mal mehr Items bekommen. Das wäre mal ein schönes Item. Du hast die Chance auf mehr Items. Ich glaube, da gibt es auch einen Champion, der eine höhere Rate hat, irgendwie Items beim... Wie heißt das? Bei der Krähe zu bekommen.
Das stelle ich mir auch richtig OP vor. Musst halt viele Artefakte mitnehmen, aber dafür kriegst du auch super viele Items. Wenn du Münzen zurücklässt, bla bla bla, nehme ich das mit? Weiß ich nicht. Meine Herzen aufsammeln ist halt mega kacke, dreifacher Schaden auch, Ladehemmung auch. Ich nehme das alles nicht mit, oder? Das hier können wir mitnehmen. Aber wenn dann gleich der Boss kommt, dann bin ich halt richtig am Arsch mit Ladehemmungen und so. Und ich glaube, der kommt früher, als mir lieb ist. Und ich glaube nicht, dass noch ein Shop kommen wird, bevor wir da hinkommen. Klar, die Chance besteht immer. Ich fühle mich hier richtig unsafe, Leute, mit nur 4 Leben. Ich hätte gerne noch mehr. Da ist tatsächlich noch ein Shop. Ist nicht dein Ernst. Oh, ich hätte die ganzen Artefakte mitnehmen sollen. Aber das weiß man ja vorher nicht. Locker, wenn ich die Artefakte mitgenommen hätte, dann wäre jetzt einfach nur der Boss gekommen. Und kein weiterer Shop. Aber gut, wir haben ja zumindest ein Artefakt mitgenommen. Heißt, zumindest können wir das nochmal abgeben. Und bekommen dafür zumindest ein Leben und noch ein Max-LP. Oh, mega gut. Danke, lieber Shop. Dann können wir jetzt auch zum Boss gehen. Alright, let's see, ob wir den vernichten können. Der ist halt ein bisschen behindert, wenn man nicht diese Ausweichfähigkeit hat. Ja, genau deswegen. Weil der einen ranzieht und man dann diesen Stein nicht so wirklich gut ausweichen kann. Kann der aufhören, diese Steine zu machen? Aber hier ist der Pinguin richtig gut. Denn hier werden ganz viele von diesen Zitzendingern halt gespawnt. Und die spawnen sehr, sehr häufig Leben, wenn man Glück hat, da zumindest eins. Na gut, immerhin. Eins ist besser als keins. Deswegen kann man sich bei dem eigentlich immer mega gut hochheilen. Bei dem auch einfach immer im Kreis laufen. Das ist irgendwie bei fast jedem Boss hier eine sehr gute Taktik. Keine Ahnung warum. Einfach so ein bisschen kiten. Der Kiten ist eigentlich was anderes. Da müsste der Boss dann ja hinterherlaufen, ne? Okay, das sieht gerade richtig gut aus. Ich glaube sogar, wir könnten den easy schaffen. Okay, einen Hit können wir noch aushalten. Okay, ja. Also wenn wir jetzt noch ein Leben bekommen würden von so einer Zitze hier. Da ist sogar noch ein Leben. Oh, sogar 2 Leben. Ja, mega, Leute. Ja, den haben wir auf jeden Fall, Leute. Ja, komm, der ist tot. Nice, ey, das lief ja richtig gut. Hast du auch noch... Oh, wir haben volle Leben, Leute. Und kriegen noch maximale Leben dazu. Läuft bei uns. Diggi, was ist das? Du verdienst alle Artefakte, wenn du Schaden erleidest. Ist ja mega gut und schlecht. Und Verwundbarkeit ist ganz geil, aber ich behalte meine Waffe. So. Ich glaube, wir waren jetzt einmal im letzten Gebiet drin. Das kriegen wir doch hin, Leute. Das kriegen wir doch hin. Ich rede heute leider sehr, sehr viel über das Spiel. Das tut mir leid. Aber ich möchte wirklich diesen Loop, oh Gott, hinbekommen und jetzt hier nicht irgendwie doof sterben. Dieses Gebiet ist übrigens übelst assig, weil fast alles 3 Schaden macht. Kacke, ey. Ich brauche jetzt ganz dringend ein Herz, weil sonst bin ich mit dem nächsten Hit tot. Die machen so einen komischen Laser, der macht aber meines Wissens nur 2 Schaden. Also an denen würden wir zumindest nicht sterben. Kacke, wieso haben wir denn jetzt kein Herz bekommen? Ein Artefakte, mega dumm. Klont alle aktiven Gegner, wenn du Schaden erleidest. Ja, nee, danke. Hab schon eine Waffe, die doppelt machen kann hier. Scheiße, ich habe die Befürchtung, dass wir hier sehr schnell sterben könnten. Eine dumme Sache und wir sind tot. Oh oh. Ich weiß halt nicht, ob der Laser auch doppelt und dreifachen Schaden machen kann. Okay, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen aufpassen. Okay. Komm mal, bitte ein Herz. Eins will ich doch nur. Ein kleines Herzchen. Nee, nämlich, ich nehme jetzt gar nichts mehr mit, Leute. Oh komm, ich brauche nur ein Herz, damit ich zumindest ein Leben, oder ja, einen Hit halt überlebe. Wieso nicht? Du kannst von mir aus auch die Gegner hier verdoppeln. Die sind halt mega assig. Diese Spuckviecher hier, diese blauen Kackdinger. Die hasse ich. Die müssen ganz schnell weg. Aber sowas von schnell. Das Gute ist, man kann die Gegner recht gut stunlocken. Das heißt, oh Gott, ich habe hier übelst Angst. Wenn man die einmal trifft, dann greifen sie auch nicht mehr an. Irgendwas lebt noch. Ach da. Bitte, diese Zitzen geben doch sonst immer so viele Leben. Oh Mann. Okay, wir haben zumindest recht viele Schlüssel. Bitte. Ja, ich wollte diese Maschine haben. Maschine, wo man... Wir haben kein Geld. Hä? Oh nein. Ich habe irgendwo mein ganzes Geld verloren. Ich hatte richtig viel Geld. Genau die wollte ich aber haben. Und jetzt haben wir einfach kein Geld. Ist das dein Ernst? Das ist ja ganz toll. Das ist ja wunder... Oh, danke. Das ist ja Wunderbärchen. Okay, ein bisschen konzentrieren. Denn der letzte Boss ist eigentlich gar nicht so schwer. Und wenn wir den hinbekommen könnten, dann kriegen wir erstens einen neuen Charakter. Ich glaube, den anderen Charakter nicht, weil ich keine 5 Waffen gekauft habe. Vor dem Loop. Ja. Neuer Charakter. Ein neuer Charakter wäre ganz schön. Fände ich ganz geil. Sogar das Eck, soweit ich weiß, ne? Und der soll ja sehr, sehr stark sein. So, will er aber sterben. Wieso keine Herzen? Oh, ich bin... Mein Herz! Dieses letzte Gebiet ist wirklich sehr assig. Okay, erst die grünen Viecher hier töten. Ne, nicht die grünen. Hä? Ach, hier gibt's gar nicht diese bösen Viecher. Ich kann ja mal die Gegner hier erklären. Also diese türkisen Viecher,
die machen Laserstrahl, wie ihr das vielleicht schon merkt. Die grünen Viecher, die machen Blubberbläschen. Und dann gibt es noch diese gelben Viecher, die hier immer so rumspringen, die aus drei Phasen bestehen. Und die stampfen und machen dabei, glaube ich, auch drei Schaden, wenn sie treffen. Und diese blauen Dinger, das sind halt meine absoluten Hassgegner. Weil die diese komische Zunge haben, der man richtig scheiße ausweichen kann. Deswegen müssen die eigentlich am schnellsten sterben. Genau die. Und die verfolgen einen auch so ein bisschen. Mega ekelig. Mag ich nicht. Mag ich so gar nicht. Okay, oh, wir haben hier sogar einen Shop, Leute. Das wäre so geil, wenn wir da ein bisschen Leben bekommen könnten. Bitte. Schade, wir haben leider keinen 2er-Artefakt-Score. Verdoppelt die Chance auf mehr erbeutete Herzen. Oh, mega gut. Chance auf 1 LP, wenn du den nächsten Level betrittst. Auch mega gut. Und die Brechstange. Aber ich behalte meine Waffe, die ist mega gut. Okay, wenn wir jetzt in einen neuen Level gehen. Okay, das bringt jetzt gar nichts mehr, weil hier gleich schon der letzte Boss kommt. Oh mein Gott. Können wir zumindest ein Leben heilen? Wäre natürlich schön, wenn hier jetzt noch ein paar mehr Level kommen würden. Was ist das denn für ein letzter Raum hier? Überhaupt nicht nett. Oh mein Goodness. So viel grünes Zeug hier. So, jetzt ist aber mal genug hier. Gebt mir gefälligst ein Herz. Okay, alles cool, Leute. Alles cool. Chillt mal ein bisschen. Ja, seid hier nicht so aufgeregt. So, zur Lupe teleportieren finde ich eigentlich ganz geil. Aber wir brauchen jetzt nichts mehr. So, wir dürfen einmal getroffen werden beim Boss. Wenn wir zweimal getroffen werden, sind wir tot. Letzter Boss ist das jetzt. Ich hoffe, ich kriege ihn hin. Eigentlich ist er nicht so schwer. Oh, habt ihr den überhaupt schon mal gesehen? Ich glaube, ich war schon mal beim letzten Boss. Oh, wir haben Leben dazu bekommen, weil wir zum Boss gegangen sind. Nice, guck, ein kleines Schweinchen und da ist die Krähe. Ja, das sind beste Freunde. Aber die Krähe füttert ihn und jetzt wird er zu einem bösen, bösen Panda-Bärchen. Und diesen grünen Teufel kann man nicht angreifen, bis er so ein bisschen... Fuck you. Bis er erschöpft ist. Das heißt, am Anfang muss man immer ausweichen bei dem. Er macht auch... Mann, ja, als ob. Wieso hat er denn jetzt 3 Schaden gemacht? Der ist eigentlich so einfach. Oh Mann, ich hätte ihn locker mit 2 Cycles tot machen können. Das war der schlechteste Kampf ever. Man muss eigentlich immer nur um ihn rumlaufen, dann ist er irgendwann erschöpft und dann muss man ihn halt angreifen. Das ist halt super lame jetzt. 2000 Jahre später. Also, wie schon eingangs gesagt, ist dieser Boss eigentlich gar nicht schwer. Weil man muss die ganze Zeit nur ausweichen seinem Scheiß und das ist auch voll einfach mit dieser Fähigkeit, mit der man einfach sliden kann, weil die einfach voll OP ist, diese Fähigkeit. Und dann wartet man einfach ab und zu, macht da mal Gegner, die muss man dann halt töten, während man hier ausweicht und irgendwann ist er erschöpft. Passiert bestimmt gleich. Ja, jeden Augenblick. Jeden Augenblick ist er erschöpft. Jetzt. Und dann kann man ihn angreifen und dann verliert er 1000 Leben. Ich habe aus irgendeinem Grund nochmal genau dieselbe Waffe bekommen. Dann frisst er diesen Scheiß, aber während der Frist kann man ihn trotzdem angreifen. Okay, sieht so aus, als wenn ich 4 Phasen bräuchte. Das ist natürlich ein bisschen lame. Ich brauchte ein bisschen länger, um hier wieder hinzukommen. Ich hoffe, ihr seht mein Leiden an. Ohne Witz, ich habe bestimmt 2 Stunden nochmal probiert, hier hinzukommen. Und habe komischerweise genau dieselbe Waffe nochmal bekommen. So, komm, jetzt mache ich ganz viel Damage. Und irgendwie, ich glaube, diese Waffe wird jetzt auch meine neue Lieblingswaffe. Wenn er mir jetzt nicht gleich irgendwie nochmal 6 Leben abzieht, mit einem Hit oder sowas, dann sollte das ganz gut gehen. Ich habe sogar mehr Leben als letztes Mal. Wieso schieße ich überhaupt? Das bringt doch gar nichts. Wir müssen gleich nochmal auf eine Sache achten, die sage ich euch aber gleich erst, wenn es soweit ist. Erstmal konzentrieren, ihn zu vernichten. Voll dumm, dass er nochmal ein paar Leute macht, wenn er erschöpft ist. Na, vielleicht kriegen wir sogar tot in dieser Phase. Nee, ich glaube einmal, eine Phase müssen wir noch. Aber ja, eigentlich ist er super easy. Beim ersten Mal ist er ein bisschen scary, weil man halt gar nicht weiß, was er macht. Und man kann ihn halt jetzt in dieser Phase auch gar nicht angreifen. Aber wenn man ihn einmal verstanden hat, finde ich ihn eigentlich einen der leichteren Bosse. Und aber bei solchen Bossen weiß man diese Anfangsfähigkeit mega zu schätzen. Dass man einfach... Okay, jetzt können wir ihn einfach... Nein, er ist viel zu schnell zu das Ding da gekommen. Ich glaube, wir brauchen noch eine Phase. Nein, okay, wir haben ihn besiegt. Nice, okay, warte. Jetzt müssen wir aufpassen, denn... Warte, einmal kurz die Viecher vernichten. Wir dürfen ihn nicht angreifen, weil sonst kommen wir nicht in den Loop rein. Das heißt, so, bitte, okay, wir greifen jetzt. Er schimmert, also eigentlich geht's weiter, wenn man ihn jetzt berührt oder wenn man ihn angreift, aber wir greifen die Krähe an. Oh, genau. Und wenn man ihn dann nämlich nicht trifft mit dem letzten Hit, dann geht er in das Portal rein, gibt noch ein paar Beute, sonst wären jetzt die Credits gekommen. Und ja, das war das Spiel. Meine Güte.
So, und jetzt könnten wir den Loop starten, werden wir auch tun, denn dadurch kriegen wir erstens eine Errungenschaft und zweitens, was sind das für komische Viecher hier? Oh Gott, okay, neue Gegner. Ja, ich glaube, ich überlebe im Loop sowieso nicht lange. Ah, die machen einfach 4 Damage, was ist das denn? Okay, ich will den Loop aber sowieso nicht beenden. Ich glaube, ich bin gleich easy peasy tot. Jetzt habe ich nur 3 Leben. Was ist hier los, Leute? Wir sollten jetzt, wenn wir gleich sterben, einen neuen Charakter freigeschalten haben. Was sind denn das für Viecher? Vor allem, die kann man nicht angreifen in ihrer komischen Sülze da. Hat jemand darauf geachtet, ob wir eben auch 11 Leben haben? Ich muss das mal in der Aufnahme angucken, ob man die Leben übernimmt aus dem alten One. Und wenn man die dann verloren hat, dass das dann ein normaler One wird, aber mit schweren Gegnern und so. Bin jetzt halt auch gespannt. Ist das vielleicht auch ein neuer Gegner? Das kann sein. Also ein ganz neuer Gegner, den ich noch gar nicht kenne, ist klar. Aber vielleicht gab's den nicht mal vor dem Update hier. So, was haben wir noch? Hinterlassen Artefakte verschwinden nach 5 Sekunden. Finde ich blöd. Kreia akzeptiert nichts mehr. Ja, komm, nimm mal mit. Dieser Geist ist eigentlich gar nicht so schlimm. Na komm, wir nehmen ihn mit, weil das hier das... Da kommen wir einfach alles mit. Vielleicht überleben wir ein bisschen. Das hat der Geist! Aua! Gut, dass ich kein Damage bekommen habe, dank meinem Helm. Dieser Geist tötet nämlich eigentlich instant. Der verfolgt dann jetzt in jedem Level, bis man ihn abgibt. Oh Gott, ich bin sowieso mit dem nächsten Hit tot, Leute. Oh mein Gott, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer hier. So, da rechts ist der Geist, der ist eigentlich super langsam. Kann man also easy peasy eigentlich immer ausweichen. Man muss ihn halt nur im Auge behalten. Oh, dass es ihn gibt. Aber wenn man das macht, guck, ja, dann ist er doch eigentlich ganz süß. Und er bringt halt 1,5 Artefakte-Punkte. Und hier haben wir schon gleich unseren Shop. Ich bezweifle, dass wir da hinkommen. Genau. Aber neuer Charakter, das Ei. Und der soll richtig stark sein. Oh, ich bin so froh, dass ich jetzt den Boss doch nochmal besiegt habe. Damit das wenigstens im Video drin ist. Das hätte mich so gekadabumt, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Ich wollte zumindest den neuen Charakter hier auch noch freischalten. So, das Ei hat den Toaster von Anfang an. Oh Gott, der hat nur ein Leben von Anfang an. Aber verursacht doppelten Waffenschaden. Das ist doch geil. Dann kann man da ein bisschen durchwaschen. Besitzt Immunität gegen giftige Dämpfe. Okay, muss man gucken, was die mit giftigen Dämpfen meinen, ob das auch diese Pfützen auf dem Boden sind oder nicht. Und kann keine Herzen aufsammeln. Ach du Kacke, aber der ist ein S-Teil, also ja, weil er halt doppelten Schaden macht. Wenn man es schafft, nicht getroffen zu werden, was in diesem Spiel möglich ist auf jeden Fall, dann ist dieser Champion wahrscheinlich gut. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja auch Items, die einen so plus 2 Leben und dann auch 2 HP dazugeben. Also so kann man schon Leben irgendwie dazu kriegen, nur halt nicht durch Herzen. Gut, den gucken wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Dann würde ich sagen, was war's mit dieser Folge? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch ein paar gefallen, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.